Wir wussten nur Transporte nach Osten. Das war dieser Ausdruck und sonst wussten wir nichts. Ein Weg ohne Wiederkehr. Er führt in das Vernichtungslager, das zum Synonym für den Massenmord an den europäischen Juden wird. Auschwitz-Birkenau. Let me tell you. Ich hatte nie ein Wort von Auschwitz gehört, bis ich dort ankam. Kaum jemand ahnt, was bevorsteht. Dann sagte mein Vater, was siehst du? Dann habe ich ihm gesagt, ich sehe, jetzt wird's ganz hell hier. Dann habe ich ihm erklären können, ich sehe Stacheldraht, ich sehe Postentürme, ich sehe Menschen mit Gewehren, mit Maschinengewehren, Soldaten, auch SS. Und dann habe ich ihm gesagt, ich sehe Menschen in gestreifter Kleidung. Und dann sagte er mir, wir sind in einem Konzentrationslager. Sagte, komm hier weg, von der Klappe weg, dann kam ich nach vorne zu ihm. Und dann sagt er auch, solltet ihr überleben, geht nach Schmallenberg zurück, ich oder wir. Wir überleben das hier nicht. Das Stammlager von Auschwitz. Es war für die Vernichtungspläne des Hitler-Regimes zu klein. Für den planmäßigen Massenmord entsteht das Lager Birkenau. Über jedem Lager war ja in Auschwitz Arbeit macht frei. Jetzt kamen neue Häftlinge an, dann wurde die Frage gestellt, nach dem ersten oder zweiten Appell, und wenn sie sagen, wir sind schon länger da, ist das Wahrheit da, dass wir hier wieder rauskommen, wenn wir fleißig arbeiten? Dann haben wir gesagt, ja, jeder verlässt Auschwitz, aber nicht mit seinen Füßen, sondern in Form von Dampf. Schon an der Rampe wird entschieden, wer sofort sterben muss. Und ich sah auf einer Seite, sah ich alte, kranke Frauen. Und was das Ärgste war, Frauen mit Kindern stehen. Bilder aus dem Fotoalbum eines SS-Mannes. Sie fragten uns, wie alt? Wie alt, wie alt? Ich machte mich älter und sagte, 18. And there was my mother. Und dann war da meine Mutter. Sie sagte, 44. So sie ging auf die eine Seite, ich auf die andere. Ich wollte ihr hinterherlaufen. Ich wurde zurückgestoßen. Das war das Letzte, was ich von meiner Mutter sah. Sie war einfach nicht selektiert worden zum Leben. Ältere, Kranke und Kinder werden sofort ermordet, weil sie nicht als Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Auch bei der Arbeit unter schlimmsten Bedingungen bleibt Hoffnung auf ein Überleben. Doch am Ende führt der Weg in die Gaskammern. Die Opfer werden bis zuletzt getäuscht. Und als der Letzte rein ist, haben sie das Tor vermacht von draußen. Und sofort sind die zwei SS-Männer gelaufen und auf einen Stuhl reingeschmissen, dem Zyklon B. Das Desinfektionsgift wird für den Mord an Millionen Menschen eingesetzt. Und gleich haben wir gehört, die Geschreien. So hat es ein paar Minuten gedauert, 10 bis 15 Minuten. Bis zu 6 Millionen Juden fallen der Vernichtungsmaschinerie der Nazis zum Opfer. Allein in Auschwitz-Birkenau sterben mehr als 1 Million Menschen. Ein Ort, der zum Symbol wird für das schlimmste Menschheitsverbrechen.